Guten Abend, liebe Zuschauer. Sie haben in jedem Fall schon mal die richtige Wahl getroffen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie haben abendblatt.de eingeschaltet und sich für uns entschieden. Das freut den Chefredakteur Lars Heider und mich sehr. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Wahltalk live aus dem Newsroom des Hamburger Abendblatts. Mit 5 Spitzenpolitikern wollen wir die ersten verlässlichen Hochrechnungsergebnisse des Abends analysieren und uns fragen, was bedeutet das? Es ist in jedem Fall ein Abend, der die politische Landschaft in diesem Land verändern wird. Ich freue mich, dass Dietrich Wersig da ist, ein überglücklicher CDU-Fraktionsvorsitzender. Guten Abend. Schönen guten Abend. Katja Suding ist da für die FDP, die FDP-Fraktionsvorsitzende. Guten Abend. Dora Hayen, Fraktionschefin der Linkspartei hier in Hamburg. Ortwin Runde ist da von 1997 bis 2001. Das wissen Sie, Bürgermeister von Hamburg. Er ist für die SPD hier in der Runde. Und Christa Sager, die frühere Partei- und Fraktionsvorsitzende der Grünen. Guten Abend in die Runde. Sehr schön, dass Sie alle da sind. Frau Suding, wir müssen reden. Es hilft ja nichts. 10 Prozentpunkte verloren im Vergleich zu 2009. Sie schaffen es offenbar nicht in den Bundestag zum ersten Mal. Was ist da schiefgegangen? Unter uns Frauen waren da die falschen Typen an der Spitze. Ist das das Karriereende auch für Rainer Brüderle und auch für den Vizekanzler, für Philipp Rösler? Der Abend ist in der Tat ein Desaster für uns. Das ist eine historische Niederlage. Die FDP war bisher in jedem deutschen Bundestag vertreten. Jetzt sieht es so aus, als wenn es anders ist. Für uns heißt das natürlich, dass wir in eine schonungslose Analyse gehen müssen. Wir haben es offenbar nicht geschafft, die sehr, sehr hohen Erwartungen, die 2009 nach dem sehr, sehr guten Wahlergebnis an die FDP gestellt wurden, zu erfüllen. Wir haben es offenbar nicht geschafft, in der Koalition mit der CDU unsere liberalen inhaltlichen Botschaften auch zu positionieren und auch klar herauszustellen. Und sicherlich haben wir auch nicht das richtige Personal gehabt, um den Wähler zu überzeugen. Und das alles gilt es ab heute Abend und morgen zu analysieren. Aus Ihrer persönlichen Sicht, was war denn der Knackpunkt? Woran ist es besonders gescheitert? War Rainer Brüderle der falsche Mann? Ich glaube, wenn man 10 Prozentpunkte verliert, dann ist nicht einer schuld, dann ist auch nicht einer, kann man das auch nicht mit einer kleinen Sache erklären, dann ist eine ganze Menge schiefgelaufen und das müssen wir uns genau angucken. Frau Sager, Sie sind unglaublich lange in der Politik, scheiden jetzt aus, aber war das für Sie nicht auch ein Schock, die FDP von der Regierung in die außerparlamentarische Opposition? Nein, das war kein Schock und es war klar, dass es knapp wird, aber es war nicht völlig unerwartet. Ich habe im Vorfeld sehr stark gemerkt, dass die Grundstimmung ist, die Menschen wollen offensichtlich die Kanzlerin Merkel, aber sie wollen nicht mehr diese Regierung. Und sie sehen vor allen Dingen auch ein Gerechtigkeitsdefizit in der Regierungspolitik. Und die FDP hat sich aus meiner Sicht selber immer weiter reduziert auf eine Steuerpartei und wurde als liberale Freiheitspartei nicht mehr wahrgenommen. Und Herr Brüderle war nun eigentlich das allerletzte Angebot. Mhm. Und das war offensichtlich auch unzureichend. Also insofern, es wundert mich nicht, dass viele Menschen einfach gesagt haben, wenn ich im konservativen Lager mich zu Hause fühle, dann wähle ich lieber die Merkel und nicht die FDP und dass sie auch das Gefühl haben, die braucht man jetzt nicht mehr. Herr Wersig, haben Sie nicht trotzdem jetzt Angst, dass Ihr klassischer Koalitionspartner vielleicht für lange Zeit verloren geht, weil die FDP findet jetzt 4 Jahre auf bundespolitischer Bühne schlicht nicht statt? Also erstmal habe ich gar keine Angst, sondern ich freue mich über dieses super Ergebnis. Kommen wir gleich noch zu. Erstmal. Und die Freude, die darf zuerst sein, das ist das beste Ergebnis seit der deutschen Einheit für die Union. Seit 23 Jahren. Und das mit der FDP, ich sehe das noch gar nicht so schwarz wie Frau Suding, das ist absolut noch nicht gegessen. Wir haben Wahlabende erlebt, wo es mehr Bewegung als nur 0,3 gegeben hat. Das Totenglöckchen würde ich da wirklich noch nicht läuten. Aber wenn Sie nicht reinkommen, was ist dann? Aber unterm Strich ist damit die Politik dieser Bundesregierung, dieser Kanzlerin eindrucksvoll bestätigt worden. Herr Runde, ist das so? Große Bestätigung für Angela Merkel auf jeden Fall, oder? Ach, ja, für Angela Merkel ist das die Bestätigung. Sie ist diejenige gewesen, die den Wahlkampf dort auf der Seite der Regierung voll bestimmt hat. Dass sie alle Schuld abladen konnte auf den FDP-Ministern, das ist ein wahres Wunder, das sie vollbracht hat. Also wenn man sich die in den Reihen der CDU, CSU die Minister ansieht, dann ist ihr dort wirklich eine totale Überraschung gelungen. So einseitig war das in der Regierung nicht verteilt. Was die Verantwortung angeht. Und es ist ein historisches Ergebnis. Und wenn es bei der absoluten Mehrheit bleiben sollte, was ich mir
Sie wünschen, dass der Kanzlerin, haben Sie eben gerade im Vorgespräch gesagt. Ich wünsche, dass der Kanzlerin, weil sie dann ihre gesamte Führungsverantwortung wahrnehmen kann, ohne Übergriffe in andere Lager. Was sagen Sie denn zum SPD-Ergebnis, Herr Runde? Zugelegt, aber trotzdem das zweitschlechteste der SPD. Das Ergebnis ist nicht befriedigend. Aber da muss man auch immer sagen, solche Ergebnisse sind ja nicht in den letzten Wochen entstanden, sondern das lag eben auch an einer Oppositionspolitik, die nicht profiliert genug gewesen ist. Da hat die SPD einiges versäumt in den letzten 4 Jahren, hat aber zugewonnen. Es ist eine kleine Verbesserung. Vertrauen verspielt man schnell. Aufbau, Wiederaufbau von Vertrauen dauert länger. Kommen wir noch mal zu, Sie haben ja recht, Herr Wersig, den überragenden Sieger, das ist Angela Merkel. Mal geguckt, Helmut Kohl hatte sein bestes Ergebnis, als er das erste Mal angetreten ist. Gerhard Schröder hatte sein bestes Ergebnis, als er das erste Mal angetreten ist. Angela Merkel hat ihr bestes Ergebnis bei ihrer dritten Wahl. Was sagt das über diese Frau? Was hat die anders gemacht als viele ihrer Vorgänger? Naja, also erstmal ist das, glaube ich, nicht so ganz vergleichbar, weil die Situation, die 1976 zu diesen fulminanten 48,6% für Helmut Kohl geführt haben, ist, glaube ich, mit heute gar nicht zu vergleichen. Nein, ich glaube, die Leute haben nach 8 Jahren Kanzlerschaft von Merkel gesehen, dass wir fast die Arbeitslosigkeit halbiert haben, fast 3 Millionen Jobs, davon 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs mehr. Wir haben die Krise überwunden, wir haben ausgeglichene Haushalte. Es gibt in Europa kaum ein Land, was so gut dasteht wie unser Land. Und Merkel mit ihrer, wie ich finde, ganz besonderen Art, also mit einer ungeheuren Energie und gleichzeitig aber auch mit einer öffentlichen Zurückhaltung, wie sie in Europa auftritt. Das hat, glaube ich, den Menschen Vertrauen gemacht, dass man damit eher die deutschen Interessen in Europa durchsetzen kann, aber auch die europäischen Interessen, als mit einem Kanzler, der nach der Kavallerie ruft. Also ich glaube, diese Gegenüberstellung mit Steinbrück, die hat uns absolut geholfen. Wir müssen ein bisschen, glaube ich, die andere Regierung in Schutz nehmen. Sie sagten 76, 83 war, glaube ich, Helmut Kohl das erste Mal an der Regierung. Trotzdem ist ja erstaunlich, auf der Länderebene schwarz-gelb zusammengebrochen, mehr oder weniger. Im Bundesrat schwarz-gelb, keine Mehrheit. Und Angela Merkel schafft vielleicht die absolute Mehrheit. Das ist doch, es hängt einzig und allein dieser Frau, oder? Es hat nur mit dieser Frau zu tun, nicht mit der Partei. Nein, es hat natürlich mit der Politik was zu tun. Also, wenn der beste Mensch gute Absichten hat, aber sie nicht umsetzen kann, und das weiß doch jeder hier am Tisch, Politikumsetzung. Da sind ganz, ganz viele Menschen mit beteiligt. Und dass es dem Land so gut geht, das liegt an der Politik, an den Rahmenbedingungen, am Ende aber auch an den Menschen. Also ich glaube, dieses gemeinsam erfolgreich, dass wir zusammen das geschafft haben, das strahlt auch die Kanzlerin aus. Und sie wird das sicherlich nicht nur auf ihre Person münzen. Mhm. Frau Sager, ich würde gerne mal auf die Grünen gucken jetzt. Ist da ein besseres Ergebnis leichtsinnig verspielt worden? Vor 2 Jahren kamen Sie in den Umfragen auf mehr als 25%, jetzt einstellig. Woran lag das? Waren das die Steuererhöhungspläne von Herrn Trittin, der Veggie Day oder der Pädophilie-Skandal, der doch irgendwie die Stimmen gekostet hat am Ende? Also ich glaube, es gibt da durchaus mehrere Ursachen, die zusammengekommen sind. Also erstens ist es ganz klar, wir haben unsere Ziele nicht erreicht und sind auch deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Die Erwartungen waren aber natürlich nicht 25%, aber ich denke schon, sie waren so ein bisschen in Richtung 13-14%. Ja. Und das haben wir nicht erreicht. Und jetzt ist die Frage, was hat da alles eine Rolle gespielt? Das, was Sie angesprochen haben, nämlich die Diskussion der letzten Tage um die sexualpolitischen Verirrungen der 80er Jahre, die Diskussion, dass der Veggie Day in Richtung Bevormundung geht, das hat sicher auch eine negative Rolle gespielt. Was sicher aber auch eine Rolle gespielt hat, war, dass in dem Maße, wie deutlich wurde, es wird für Rot-Grün wahrscheinlich nicht reichen, neigen dann viele Grünwähler dazu zu sagen, kann ich da nicht aber doch vielleicht eher die SPD stark machen, statt die Grünen, dann wird das mein Motiv vielleicht wenigstens regierungsrelevant. Ja. Wir hatten außerdem die Situation, dass wir eine sehr, sehr starke personelle Zuspitzung hatten auf die Kanzlerfrage. Mhm. Und wir hatten durchaus bei den Grünwählern, die auch Sympathien haben für bürgerliche Motive, hatten wir eine sehr große Sympathie für Frau Merkel, auch gegenüber Herrn Steinbrück. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Und wir haben zuletzt eine sehr stark habituelle Berichterstattung gehabt über Politik, also eher weg von den Inhalten. Und
Kritisch muss man vielleicht auch sagen, dass wir zuletzt nicht die Dinge inhaltlich nach vorne gekriegt haben, die für die Grünen so wichtig sind, wie zum Beispiel die Energiewende. Kamen die zu kurz im Wahlkampf? Also so ein Thema wie Mindestlohn, das ist sicher für ganz viele Menschen ganz wichtig. Aber da sagen die Leute dann auch eher, naja, ob jetzt die SPD, die Linke oder die Grünen für den Mindestlohn sind, Hauptsache Mindestlohn. Aber bei der Energiewende, das wäre doch ein Alleinstellungsmerkmal gewesen für uns, auch was die Kompetenzzuschreibung angeht. Das haben wir nicht mehr hingekriegt, das nach vorne zu bringen. Und da hat natürlich die Diskussion über Sexualpolitik der 80er Jahre sicher auch eine Rolle gespielt, dass wir gar keine anderen Themen mehr setzen konnten. Frau Hayen, ist das jetzt so ein Moment, wo das linke Lager stärker zusammenrücken muss und wo das linke Lager sich überlegen muss, wie schaffen wir es in der mittelfristigen, langfristigen Zukunft, diese Übermacht des konservativen Lagers zu brechen? Naja, wir sind ja diejenigen gewesen, die immer gesagt haben, man muss das linke Lager irgendwie auch politikfähig machen und die Politik auch umsetzen. Das ist ja das, was Gregor Gysi die ganze Zeit auch im Wahlkampf gesagt hat. Was Ihnen die Kollegen zu Ihrer Rechten nicht abnehmen? Ja, das ist natürlich eher ein Problem. Das Problem hat ja die SPD. Also die SPD hat ja gehofft, man würde uns überflüssig machen. Wir haben ja genau die gegenteilige Tendenz. Wir sind angefangen zu Beginn des Wahlkampfes und hat die Prognose 5% und jetzt sind wir bei 8% plus und liegen im Moment gleich auf mit den Grünen. Mhm. Also wir sind natürlich heute Abend sehr zufrieden. Sind in Hessen dabei? Sind in Hessen dabei? Und wir sind in Hessen dabei, genau. Gregor Gysi hatte ja mal gesagt, 10 plus ist das, ja, das Ziel, also so ganz. Das war natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung. Erreicht. Die Hoffnung hatte ich auch, das gebe ich ehrlich zu. Mhm. Aber dennoch sind wir natürlich zufrieden, weil wir ein stabiler Faktor in der Parteienlandschaft sind. Und wenn Herr Wersig davon spricht, dass wir hier ein großes Jobwunder in der Republik hatten, dann macht das eines deutlich. Das Jobwunder hat natürlich eine soziale Schlagseite. Und das sind natürlich die Stimmen, die wir bekommen haben von Wählerinnen und Wählern. Was nützt mir ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz, wenn ich so wenig Geld verdiene, dass ich aufstocken muss? Also wir haben das Problem nach wie vor, das soziale Problem, dass wir prekäre Beschäftigung haben und dafür steht die Linke und wir sind einfach das soziale Gewissen in dem Parlament und das wird es auch weiterhin so bleiben. Herr Runde, müssen Sie nicht stärker zusammenrücken, die Linken? Wir wohnen ja schon eng beieinander. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Wir wohnen in Weidendorf dicht beieinander, das ist wahr. Aber die Analyse, ob sie so stimmt, dass die Gesellschaft nach rechts gerückt ist, da hätte ich riesige Zweifel. Mhm. Frau Merkel ist ja zum Teil eine Dame ohne Unterbau. Mhm. Wenn ich ansehe, dass sie in allen Landtagswahlen der letzten Jahre richtig stark verloren hat, Ausnahme Bayern. Weil sie nicht angetreten ist, weil es da eben keine Angela Merkel gab. Ausnahme Bayern, ansonsten ist sie überall, dann hat sie Regierungsmacht verloren. Und das war ein rapider Prozess. Mhm. Und insgesamt haben sich die Kräfteverhältnisse in dieser Republik sicherlich auf der Ebene des Bundestages ein Stück verschoben. Mhm. Ich glaube, Frau Merkel, wenn sie aufwacht, wird nicht mit Triumph aufwachen. Das ist ein persönliches Gefühl. Wenn sie sich die Lage beguckt, wird sie Albträume bekommen. Denn überlegen Sie mal in den letzten 4 Jahren all die Abstimmungen, die sie zur Europapolitik, zu den Rettungsschirmen, zu ihrer Rolle in Europa hat bestehen müssen, konnte sie nur bestehen durch das sehr konstruktive euro- und europafreundliche Verhalten der Opposition. Mhm. Durch keinen anderen. Ohne diese Hilfe hätte sie das gar nicht bestanden. Und das muss man jetzt ansehen, welche Sprengkraft das bringt innerhalb der CDU-CSU. Da kann ich nur sagen, werden ihr manche Schweißtropfen kommen. Und jetzt die nächsten 4 Jahre, die letzten 4 Jahre ist sie durchgekommen, ohne klare Entscheidung zu allen großen Sachthemen. Aber die Menschen, hat es offensichtlich gefallen. Ja, natürlich. Herr Wersig, schüttelt den Kopf. Albträume sehe ich bei Herrn Wersig auch nicht. Das gibt dann manchmal ein entsprechendes Erwachen. Okay, das ist auch in der Demokratie so. Höhepunkte sind manchmal eben nicht von Dauer. Die Grünen haben das erlebt, die SPD hat das erlebt. Die Linkspartei hat das durchaus auch erlebt. Aber der CDU-Höhepunkt geht jetzt ins 9. Jahr und wahrscheinlich wird mindestens 12 Jahre aber dauern, oder? Also Herr Runde ist ja ein erfahrener Fahrensmann und wir alle wissen, glaube ich, dass es Höhepunkte und Tiefpunkte in der Politik gibt und es ist ja gar nicht so untypisch, dass eine Bundesregierung in den Ländern verliert. Das hat ja vorher Rot-Grün genauso gesehen. Wir hatten, glaube ich, 14 von 16 Ministerpräsidenten, die von der Union gestellt waren. Was, glaube ich, jetzt viel entscheidender ist, es kommt eine riesige Verantwortung auf die Länder zu und zwar egal für welche Koalition.
Weil auch eine große Koalition hat im Bundesrat, glaube ich, 18 Stimmen, keine eigene Mehrheit. Denn die Koalitionspartner spielen da eine Rolle. Und egal, wie der Wahlabend heute Abend ausgeht, es ist für alle Parteien, fürs gesamte politische System eine riesige Herausforderung, weil eben kein Lager im Bundesrat so einfach eine Mehrheit hat. Und deswegen treibt das nicht der Kanzlerin die Schweißperlen auf die Stirn, sondern es geht darum, ob sich das Land politisch blockieren wird. Denn wie gesagt, selbst eine große Koalition in Berlin hätte im Bundesrat keine Mehrheit, weil die SPD ja nur in Hamburg alleine regiert und nur in Mecklenburg, glaube ich, mit der CDU zusammen regiert. Ansonsten gibt es dort eben auch rote oder grüne Koalitionspartner, die jede Bundesratsentscheidung blockieren können. Also das wird, glaube ich, politisch sehr spannend, egal wie genau das Ergebnis heute dann ausgeht. Ist eigentlich ausgeschlossen, dass, wenn es sich jetzt verhärtet, auf der einen Seite ist diese starke CDU-CSU und auf der anderen Seite gehen wir davon aus, die AfD schafft es nicht in den Bundestag, ist dieses rot-rot-grüne Lager. Ich meine, kommt man da nicht doch so ein bisschen in Versuchung, Frau Hayen? Sie werden also wir stellen ja fest, dass durch unsere Arbeit in der Opposition wir die Wahlprogramme von Grünen und von SPD sehr stark gefärbt haben. Die Grünen sind plötzlich angetreten mit sozialer Gerechtigkeit. Die SPD hat gemerkt, sie muss sich für den Mindestlohn einsetzen. Wir haben immer gesagt, wir müssen die Inhalte nach vorne bringen. Und inhaltlich sind wir uns ja, wenn wir die Programme nebeneinander legen, sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Die Frage ist natürlich, inwieweit man konstruktiv zusammenarbeitet. Ausgeschlossen, Frau Sager? Auf Bundesebene, das ist ein bisschen, ich teile die Beschreibung nicht, das sage ich ganz klar. Und die Linke hat es im Grunde die ganzen letzten 4 Jahre versäumt, ihre eigene Richtung zu entscheiden. Sie hat im Grunde die Auseinandersetzung zwischen, ich sag mal jetzt so im grünen Jargon, den Realos und den Fundamentalisten, diese Auseinandersetzung hat sie versäumt, sie hat das nur ausgesessen, sie hat das sozusagen zugedeckt des lieben Friedenswillen. Und solange sie diese Auseinandersetzung nicht führt, wird sie auch kein ernstzunehmender Partner sein für Regierungsverhandlungen irgendwelcher Art. Und da muss man einfach sagen, dass es auch auf der inhaltlichen Ebene genügend Punkte gibt, wo ich sage, so kann man in Deutschland keine Politik machen. Man kann nicht sagen, jedes UN-gestützte Mandat der internationalen Staatengemeinschaft wird von uns abgelehnt, egal wo auf der Welt und wofür es stattfindet. Das ist für mich keine Basis für eine verantwortliche Außenpolitik. Und wir können auch nicht sagen, wir schaffen die Schuldenbremse wieder ab oder wir tun so, als gäbe es sie nicht. Das heißt, wenn ich sozialpolitische Versprechen mache, muss ich mich auch darum kehren, dass das im Sinne zukünftiger Generationen vernünftig gegenfinanziert wird und kann mich nicht in einen Überbietungswettstreit auf Seiten der Linken bewegen, immer noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen drauf. Also überboten haben uns ja, was die Steuergerechtigkeit anbetrifft, haben uns ja die Grünen. Das hat ja eine Zeitschrift festgestellt. Also wenn die Pläne der Grünen jetzt in Regierungspolitik umgesetzt worden wären, das wären die höchsten Steuererhöhungen für alle Bürger im Land. Richtig. Doch, das ist genau so richtig. Genau, und das ist nicht richtig. Darf also ich auch entschuldigen ausreden? Sie mal. Darf ich mal ausreden? Ja, entschuldigen Sie mal, aber das ist wirklich eine falsche Behauptung. Das die Mehrheit der Bürger würde nach unserem Konzept entlastet. Nein, das ist nicht der Fall. Wahlkampf ist vorbei. Genau, ja. Wir sehen, glaube ich, irgendwie schon daran, kann man sehen, da ist keine Gefahr, Herr Wersig. Ne? Sie haben jetzt nicht Angst, dass die Linken sich doch nochmal zusammentun. Und kommt natürlich immer, wenn die Parteien über die jeweils anderen Parteien sprechen und nicht über sich selber, dann kommt natürlich so ein Deutungsstreit auf. Unterm Strich hat Rot-Rot-Grün über 3% weniger bei dieser Bundestagswahl als beim letzten Mal, bei einer höheren Wahlbeteiligung. So. Das ist sicherlich kein Linksruck. Aber es würde reichen zusammen. Also nee. Im Moment wird es knapp reichen. Je nachdem, welche Umrechnung. Okay. Wir gehen ja davon aus, wenn es reichen würde, ob es eine absolute Mehrheit ist für die Union oder Rot-Rot-Grün, das müssen die auch untereinander klären. Aber ich glaube, egal ob sie Steuerpläne sind, man sieht ja, die es gegenseitig sich auf dem linken Lager überbieten hat, aus meiner Sicht, insbesondere die Grünen in Bedrängnis gebracht, was ich sehr bedauere, denn die Grünen sind bundesweit sehr nach links gerückt. Ich weiß nicht, was sie da zwischen SPD und Linkspartei im politischen Spektrum eigentlich wollen. Schwarz-Grün auch ausgeschlossen? Und Schwarz-Grün möglich? Insofern ist das Ergebnis wahrscheinlich etwas, was bei den Grünen dazu führen wird, dass da auch am Montag die Diskussionen losgehen, ob das eigentlich die richtige politische Strategie ist.
Ich finde, wir müssen auch noch mal reden über die Alternative für Deutschland. Lars Haider hat sie ja schon angesprochen, die jedoch aus dem Stand offenbar auf 4,9%, also es wackelt ja noch ein bisschen, gekommen ist. Frau Suding, und auch Wähler aus dem FDP-Lager wahrscheinlich gezogen hat. Ist denn die Euro-Krise auch vernachlässigt worden als Thema im Wahlkampf? Hat man das unterschätzt, auch die Angst, die offenbar bei vielen Bürgern doch da ist? Ich glaube nicht, dass das Thema zu kurz gekommen ist im Wahlkampf. Man muss ja auch klar sagen, dass die FDP die Partei ist, die sich, glaube ich, am intensivsten von allen Parteien mit der Europapolitik auseinandergesetzt hat. Wir haben einen Mitgliederentscheid dazu durchgeführt vor über einem Jahr schon. Das als einzige Partei, dem ist ein sehr, sehr harter innerparteiliche Debatte auch vorangegangen, die uns sicherlich auch nicht zerrissen hat, aber doch sicherlich auch klar gemacht hat, wo die Pole da sind. Und von daher haben wir das Thema sicherlich nicht unterschätzt. Was wir vielleicht besser hätten machen müssen, ist noch stärker herauszustellen, dass wir Europa wollen, dass wir den Euro wollen, dass wir uns noch stärker von denen abgrenzen, die eben wie die AfD aus meiner Sicht einen totalen Kamikaze-Kurs fahren, indem sie ja, den Euro so strikt ablehnen, aber letztendlich auch keine Lösung anbieten. Mhm. Aus meiner Sicht ist es ein vollkommener Kamikaze-Kurs, der auch unverantwortlich ist. Kommen wir noch mal ganz kurz zur FDP, weil für mich ist es der historische Moment dieser Bundestagswahl. Wenn sich das bestätigt, aber die Hochrechnung, wir haben sie hier im Hintergrund, ARD sieht die FDP bei 4,6, ZDF glaube ich bei 4,7%. Was macht das jetzt? Was macht man jetzt mit dieser Partei, die dann auf einmal auf Bundesebene nicht dabei ist? Da werden ja ganz viel wird sich verändern. Ist das der Anfang vom Ende der FDP? Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen, wie groß das liberale Potenzial in Deutschland ist. Wir wissen, wie viele Anhänger es für liberale Ideen in Deutschland gibt. Und wir müssen uns jetzt einfach die Gedanken machen. Und das Wahlergebnis zeigt ganz klar, dass wir für diese Menschen, die liberal denken, sind, eben nicht zu einem großen Teil noch die Partei sind, die ihre Ideale und ihre Ideen transportiert. Das müssen wir wieder werden. Und von daher gilt für uns einfach nur ganz klar, da darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Wir müssen ganz schonungslos uns klar werden, wo wir hinwollen. Das hängt mit unseren Inhalten zusammen, das hängt mit Personen zusammen, das hängt im Prinzip mit dem gesamten Selbstverständnis dieser Partei zusammen. Aber es ist, als ob der HSV im vergangenen Jahr deutscher Meister geworden wäre. Wir würden uns sehr freuen. Und jetzt nicht, okay, stimmt, Entschuldigung, aber ich gucke ihnen nahestehender Mensch ist, glaube ich, ja. HSV-Fan. Sie ja nicht, Entschuldigung, sind ja bei dem falschen Verein. Und dann in die zweite Liga abgestiegen wäre, oder? Herr Runde. Man muss einfach sehen, die liberale Partei war im Grunde genommen schon in der letzten Legislaturperiode ein Anachronismus. Mit all ihren Rezepten, die sie dort angeboten hat. Gucken wir uns an, das, was sie im Wahlprogramm haben durchsetzen können. Alles haben sie aufgeben müssen, weil es schlicht und einfach anachronistisch war. Und diese FDP, die eine rein Wirtschaftsliberale geworden ist, die nichts anderes gepredigt hat als Hilfen für die Wirtschaft, nichts anderes, hat nie für Liberalität gestanden, hat mit der ursprünglichen FDP nichts zu tun. Und wenn Sie das nicht sehr grundsätzlich diskutieren, dann verschwinden Sie in der Tat für lange, lange Zeit und dann hoffentlich aus dem Bundestag. Herr Ronny, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Es ist eher so, weil wir es nicht geschaffen in der Koalition, unsere Inhalte durchzusetzen, nämlich die wir im Wahlprogramm gehabt haben, sind wir vom Wähler abgestraft haben, nicht umgekehrt. Das, was Sie da dargestellt haben, ist ja überhaupt nicht logisch. Wir sind mit dem Versprechen unter anderem, die Bürger sehr stark zu entlasten, in den Wahlkampf getreten, sind dafür mit einem sensationellen Ergebnis gewählt worden. Das zeigt doch, dass die Menschen diese Steuerentlastung wollten. Das zeigt es ganz klar. Das zeigt auch das Ergebnis der Grünen, die jetzt so abgestraft wurden. Das ist schon sehr, sehr stark ersichtlich, dass die Menschen Entlastung wollen. Wir haben das nur zu einem sehr kleinen Teil durchgesetzt. Wir haben uns dann nicht durchsetzen können in einer Koalition mit der CDU. Und das gilt es natürlich zu analysieren. Uns hat diese Koalition, das muss man ganz klar sagen, nicht gut getan. Es gibt ja Parallelen zur AfD. Es gibt ja eine große Unzufriedenheit mit Europa. Und das hängt nicht nur damit zusammen mit dem Euro, was die nach vorne gestellt haben, sondern eine große Unzufriedenheit ist ja deswegen auch, weil es im Grunde kein soziales Europa ist, sondern ein Europa der Märkte. Und da merken natürlich sehr viele, dass wenn es Rettungsschirme gibt, dann gibt es sie zur Rettung der Banken. Aber wir haben in den südeuropäischen Ländern haben wir Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Wir haben da ganz große Probleme. Und ich glaube, die AfD hat einfach diese große Unzufriedenheit, wie es
in Europa läuft, haben sie einfach genutzt und haben es dann versucht, auf diese Frage Euro oder nicht Euro zu kaprizieren. Und ich glaube, daher kommt noch der Zulauf. Mhm. Was alles noch dahinter steckt, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, inhaltlich ist die AfD eher auf dem rechten Lager zu sehen und ist gar nicht so sehr der Ansprechpartner für ein soziales Europa. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, warum das emotional dort auch, und Emotionen sind bei politischen Entscheidungen durch keine Argumente zu widersetzen. Das ist auch eine einfache Botschaft, über den Euro zu sprechen. Herr Wersig, ist die FDP auf absehbare Zeit für Sie verloren als Partner? Also ich glaube, dass Deutschland eine liberale Partei braucht und dass es da auch einen Platz für diese liberale Partei gibt. Dass Herr Runde als altlinker SPDler einen tiefen inneren Hass gegen diese FDP hat, ist ja zu spüren. Aber ich glaube, Sie haben ja auch in der FDP sehr vernünftige Leute und es war auch in der Koalition mit den Grünen mit ihnen ja nicht ganz einfach. Also ich würde die FDP wirklich so oder so nicht tot sagen. Was müssen die jetzt machen? Und vor allem, also, wer könnte die Partei erneuern? Wer kann jetzt jemand sein, der sagt, ich fange von vorne an? Also, ist das Christian Lindner? Das ist nicht unser Job. Ich glaube, das ist in der Tat der Job der FDP. Nein, das werden wir ab morgen sehen. Natürlich wird es neben vielen Konsequenzen auch personelle Konsequenzen geben müssen. Da werden wir gar nicht drum herum kommen. Da braucht man auch überhaupt nichts schönreden. Und wie wir uns aufstellen werden, das werden wir ab morgen zuerst im Präsidium und dann im Bundesvorstand natürlich ausführlich besprechen. Ich würde vielleicht noch etwas dazu gerne sagen. Wir sind, glaube ich, die einzige Partei hier am Tisch, die wirklich schon mal Erfahrungen damit gemacht hat, wie es ist, aus dem Bundestag rauszufallen und unter welchen Bedingungen man dann auch wiederkommt. Und das Entscheidende ist, dass man wirklich sozusagen eine inhaltliche Mission hat im Parteienspektrum. Und das war bei uns ganz klar die Umweltpolitik. Und dass man nicht nur ein, zwei Stars hat. Mit Joschka Fischer alleine hätten wir es auch nicht geschafft, sondern dass man wirklich einen starken personellen, übers ganze Land verteilten Unterbau hat. Und Frau Suding, da finde ich schon, dass die SPD sich fragen muss, wie es eigentlich möglich gewesen ist, dass sich jetzt schon zwei Parteien neben der FDP in den letzten Jahrzehnten gegründet haben, die sehr stark bürgerrechtlich orientiert sind. Das waren einmal die Grünen. Und dann die Piraten, dass überhaupt die Piraten sich neben der FDP gegründet haben, müsste ihnen auch zu denken geben. Sollten Sie sich fragen, und das Zweite ist, und das Zweite, ja, die sind jetzt nicht reingekommen, das hat uns jetzt nicht so wehgetan. Da haben wir uns offensichtlich rechtzeitig sozusagen auch auf diesem Feld getummelt. Aber das andere ist, Herr Lindner alleine wird das natürlich auch nicht reißen. Und wenn ich sehe, dass Herr Brüderle das letzte Aufgebot der FDP war bei diesen Bundestagswahlen, dann frage ich mich natürlich schon, woher soll das jetzt noch kommen? Frau Sauer, ich glaube, Sie haben nicht zugehört. Ich habe gerade gesagt, wir müssen uns natürlich komplett, wir müssen jeden Stein auf dem anderen uns angucken. Natürlich müssen wir uns komplett neu aufstellen. Das wird kein Weiter so geben. Aber wenn sich gerade die Grünen, die sich als Verbotspartei hervorgetan haben im Wahlkampf, jetzt behaupten, sie wären die neue Bürgerrechtspartei und hätten den Piraten etwas entgegen gesetzt zu haben, dann kann ich da auch heute das erste Mal drüber grinsen. Dann grinsen Sie mal heftig. Das Thema Bürgerrechte wird eine zentrale Rolle spielen. Absolut. Da haben wir Herausforderungen, die im Wahlkampf nicht hinreichend diskutiert worden sind. Wie wir darüber hinweggegangen sind, was die USA mit NSA machen, was die Engländer veranstalten, hier muss ich sagen, brauchen wir in Deutschland und in Europa eine starke liberale Bewegung. Das wird aber nicht eine wirtschaftsliberale FDP leisten können. Die hat da kräftig mit versagt. Nehmen wir es mal mit als Chance, dass also auch man dann sich außerhalb des Bundestages erneuern kann und dann vielleicht stark zurückkommt. Wir haben, glaube ich, das Hamburger Ergebnis, die ersten Hamburger Zahlen. Und da ist leider die FDP auch großer Verlierer, heißt es hier. 4,9% der Stimmen auf die FDP. Und CDU hat die Vormachtstellung auch hier behauptet mit, also was haben wir, 36,6%. SPD steigt auch leicht von 27,4 auf 32,9. Die Grünen liegen bei 10,0 und die Linken bei 7,1. Also so ähnlich wie im Bundestag, wobei das noch eine frühe Auszählung ist. Wenn wir auf die SPD gucken, da wird sie jetzt ja auch einiges personell tun. Da stellt sich jetzt ja die Frage, Sigmar Gabriel kann wahrscheinlich bleiben bei so einem Ergebnis, kann Parteivorsitzender bleiben. Muss man aber gucken, in 4 Jahren ist eine ganz andere Situation. Die Frage ist, wer sind jetzt die starken Männer und vielleicht auch mal Frauen? Ne? Wird immer vielleicht auch mal Zeit, dass die SPD vielleicht auch mal mit einer Frau antritt. Der SPD, da fallen immer wieder zwei Namen. Einen kennen wir so ein bisschen und einen kennen wir sehr gut. Hannelore Kraft
Aber vor allem für uns in Hamburg wichtig, welche Rolle wird Olaf Scholz spielen in der SPD auf Bundesebene? Sicherlich eine große. Also man muss eins sagen, die SPD hatte die Schwäche in den letzten Jahren, dass auf der Ebene der Kommunen, der großen Städte nichts nachgewachsen ist und dass auf der Ebene der Länder nichts nachgewachsen ist. Das sieht heute ganz anders aus. Da sind neue Kräfte, die sich entwickeln. Und der Olle Bebel hat immer gesagt, eine Partei befindet sich in stetiger Mauserung. Das betrifft sowohl das Programm als auch die Person. Mhm. Da wird auch die SPD sich kräftig weiter mausern. Mhm. Da bin ich ganz zuversichtlich, da ist sie auch auf einem guten Weg, finde ich. Olaf Scholz, Herr Wersig, nur noch einmal Ihr Gegenkandidat eventuell und dann, oder ist Olaf Scholz dann im 2015 in Gedanken schon woanders? Also manche sagen, das sei er heute schon. Ne? Ich versuche in Hamburg möglichst wenig Staub aufzuwirbeln, keine Fehler zu machen, damit er sich nicht wie die Kanzlerin. Für Berliner Ambitionen... Ja, genau. Wie die Kanzlerin. Er hat sich ihr Beispiel angesehen und dachte, keine Fehler zu machen, wäre schon eine große Leistung. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, also das muss ich jetzt mal sagen, wenn die Kanzlerin ein derartiges Vertrauen bei der Bevölkerung hat, weil sie sich derartig für die Stabilität Europas und auch Deutschlands in Europa einsetzt, dann ist das bestimmt keine Politik des Aussitzens, sondern dann ist eine hochwirksame Politik und dafür hat sie den Respekt der Menschen bekommen. Was Olaf Scholz angeht, klar, ihm war Hamburg im Zweifel, glaube ich, immer zu klein, deshalb wird er da hingucken. Was ich bemerkenswert finde, wenn sich die Ergebnisse bestätigen, dann ist die CDU auch in Hamburg klar die Nummer eins. Scholz-Effekt hat es nicht gegeben, aber war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, ne? Naja, nicht zu erwarten. Er hat ziemlich viel da rein investiert. Mhm. Also die gemeinsamen Plakate mit den Wahlkreisabgeordneten, gemeinsames Mailing an wahrscheinlich Hunderte von Haushalten. Also Scholz hat sich ja im Hamburger Wahlkampf überhaupt nicht zurückgehalten. Und man sieht, es hat der SPD nichts gebracht. Mhm. Das finde ich auch ein bemerkenswertes Ergebnis. Wenn das so käme, wie eben angedeutet. Wenn ich das in der Kurzanalyse gehört habe, plus 5%. Genau. Ja, 5% und das all, genau. Dass all genau. diejenigen, die Ihnen weggelaufen sind bei der letzten Bürgerschaftswahl, dass die nicht dann bei der Bundestagswahl SPD wählen würden, also, war eigentlich für einen Blinden mit einem Krückstock Herr Runde, jetzt machen Sie es nicht noch schöner als ist. Die SPD hat das zweitschlechteste Bundestagswahlergebnis in Hamburg geholt. Das letzte Mal war das schlechteste, es ist das zweitschlechteste. Wir haben danach das beste Ergebnis hier in Hamburg seit der Deutschen Einheit geholt, wenn sich diese Ergebnisse bestätigen. Und wir sind hier bei den Bundestagswahlen klar Nummer eins. Und dass das Rückenwind der Union in Hamburg gibt und dass das sicherlich auch bedeutet, dass die SPD nicht alle 6 Wahlkreise gewinnt, wofür Scholz angetreten ist, sondern dass das sehr spannend werden kann. Das kann eine sehr lange Nacht werden, bis die einzelnen Ergebnisse vorliegen. Das ist doch jetzt schon absehbar. Also der Einsatz von Scholz hier in Hamburg hat der SPD nichts gebracht und das zeigt eben auch dem Bürgermeister seine Grenzen auf. Ich glaube, man muss auch sehen, dass es zwischen der Politik der SPD hier in Hamburg und dem Programm auf Bundesebene, was ja doch eher so ein bisschen nach links rückt, mit Mindestlohn und mit Abschaffung von prekärer Beschäftigung, dass da eine große Diskrepanz ist, weil die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, die erleben halt Kürzungen, die erleben halt, dass es eben ganz viele Aufstocker gibt. Ne? Und der Mindestlohn ist, 2005 hat Müntefering noch gesagt, nur über seine Leiche gibt es den Mindestlohn. Ja. Durch unser Wirken haben sie ja endlich begriffen, dass man den auch wirklich machen muss. Aber ob die Leute das noch glauben, das ist eine ganz andere Frage, weil sie ganz häufig links blinken und rechts abfahren und die Programme was anderes sagen, als das, was ihre Politik ist. Und da ist eben die große Diskrepanz zwischen der Politik der absoluten Mehrheit hier in Hamburg und dem, was in dem Programm drin stand. Und das haben natürlich auch viele Leute nicht mehr geglaubt. Frau Söhne, hat das irgendeinen Einfluss, diese Bundestagswahl, auf die nächsten Wahlen in Hamburg? Wir haben ja ganz toll nächstes Jahr Bezirkswahlen zum ersten Mal. Wird man auch sehen, wie viele Leute da hängen und dann schon 2015 die nächste Bürgerschaftswahl. Das werden wir sehen. Unser Hamburger Ergebnis, wenn sich so bestätigt, zeigt, dass wir diesmal anders als in anderen Bundestagswahlen nicht 1 oder 1,5% unter dem Bundesdurchschnitt gelegen haben, sondern dass wir sogar leicht drüber liegen. Ich denke, das hat sicherlich auch mit der Stabilisierung durch eine starke Bürgerschaftsfraktion zu tun. Und welche Auswirkungen das auf die nächsten Wahlen hat, das werden wir sehen. Also ich
Also was ich am Hamburger Ergebnis noch ein bisschen ernüchternd finde, ist, dass die Wahlbeteiligung schon wieder gesunken ist und zwar über 6%. Das finde ich ein ganz großes Problem. Und da finde ich, müssen alle Parteien sich zusammen überlegen, wie wir das in Zukunft verhindern. Weil alle, weiß ich, sind rumgelaufen, sind in die Hochhäuser gegangen. Ich bin auch in die Hochhäuser gegangen. Ja, einen gemeinsamen Wahlaufruf. Ich weiß, genau, gemeinsamen Wahlaufruf. Die SPD hat auch Hausbesuche gemacht und trotzdem wieder ein Rückgang um 6%. Das finde ich dramatisch. Da müssen wir echt dran arbeiten. Die habe ich auch noch nicht gehört. Wir müssen auch aufpassen. Ich sehe das hier. Wir müssen aufpassen. Wir sind also wirklich weit entfernt davon, stabil was zu haben. Ich glaube, wir sind von 26.000 Stimmen sind ausgezählt von 1,2 Millionen. Das ist also im Moment nur eine Hochrechnung. Da kann man nur so ein bisschen fabulieren noch drüber. Deutsche Presseagentur geht damit schon raus, aber wir haben ja schon mal einen Eindruck gefunden und wahrscheinlich wird es sich in der Tendenz schon so bestätigen. Herr Wersi, Sie sagten, das großartige Ergebnis liegt an der Politik der Kanzlerin, aber lag es vielleicht auch daran, dass sie keinen echten Gegner hatte? Man hatte ja am Anfang das Gefühl, Peer Steinbrück macht ein bisschen Wahlkampf für die CDU. Also er ist ja doch von einem Fettnäpfchen ins nächste. Sie musste ja eigentlich gar nicht viel tun am Ende. Also ich gebe zu, dass wir zu Beginn, als die Nominierung gemacht worden ist, deutlich mehr Angst hatten, weil Steinbrück ja jemand ist, der stand für die Agenda-Politik. Der steht ja eher sogar noch für eine rechtere SPD, als Schröder es selbst vertreten hat. Und es wirkte ein bisschen so, als sei die Strategie, politisch, inhaltlich, programmatisch nach links zu rücken mit Rot-Grün, aber einen Kandidaten aufzustellen, der weit in die Mitte hineinwirkt. Das war ja die Ausgangslage. Deshalb gebe ich zu, dass ich zu Beginn, als das in den Raum gestellt wurde, Angst hatte, weil diese Nominierung von Steinbrück auch ein Stück unehrlich war. Denn die Partei hatte sich politisch in wesentlichen Fragen ja längst von ihm wegentwickelt. Gabriel wäre ehrlicher gewesen. Also Gabriel wäre zu diesem Programm der ehrlichere Kandidat gewesen. Und ich freue mich natürlich, aber dass sozusagen... Aber die Angst hat sich dann schnell verflüchtigt. Ja, also diese versuchte Wählertäuschung mit dem Linksfahren und Rechtsblinken, dass die nicht aufgegangen ist, da bin ich natürlich erleichtert, ja. Wie war das? Also, Widerspruch euer Ehren. Ja. Also erstens muss ich sagen, viele der Reflexionen von Verhaltensweisen in der Medien haben in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Droht irgendeine Diskussion inhaltlich zu werden, dann war die meistens weibliche Moderatorin sehr bemüht, davon wegzuführen. Dieses hat es selten gegeben, dass das wirklich innerlich werden konnte. Wen meinen Sie, Frau Schausen? Oder? Ja, man hat dann diskutiert über ein schwarz-rot-goldenes Kettchen, ob die Anteile schwarz-rot-gold in gleicher Menge vorhanden waren. Das war ein ähnliches Spiel. Fehlte eigentlich nur noch, dass man sich über ein Fußkettchen unterhalten hat, warum das nicht auch noch angebracht wurde. Da hat also die Art und Weise, wie Medien reagieren, nämlich wegzuführen von inhaltlichen Diskussionen hin zu sonstigem Nonsens, hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber das Kanzlerduell wurde ja auch anders analysiert. Es ging ja um mehr als um die Deutschlandkette. Was die Ehrlichkeit von Herrn Wersig angeht, eine Partei wie die CDU, CSU, die sagt, also die sich ja nicht einkriegen kann, des Lobes über die Agenda 2010. Die haben wir auch mit beschlossen in weiten Teilen, das wissen Sie dann, auch, obwohl wir in der Opposition waren. In 4 Jahren keine einzige grundlegende Reform in irgendeinem Bereich zustande gebracht hat. Also da muss ich sagen, das ist dann ja auch richtig das Ausnutzen einer Situation, wirtschaftliches Wachstum zu befürworten, die nicht von Ihnen hervorgerufen ist, sondern von anderen. Aber lassen Sie jetzt nicht anfangen über die Reform. Also wirklich, ich glaube, in den letzten 20 Wahljahren haben wir darüber gesprochen, dass die Pflegereform nicht vorangekommen ist, dass die Steuerreform, das war unter Rot-Grün so, das ist, es stimmt. Ich will nur sagen, von 6 Millionen auf 3 Millionen Arbeitslose, von einem Milliardendefizit in der Krankenversicherung zu Überschüssen in der Krankenversicherungskasse. Ganz viel von dem Reformdruck ist doch entstanden durch die katastrophale Politik, damals die Rot-Grün gemacht hat, wo wir Massenarbeitslosigkeit und wo wir die leeren Sozialkassen hatten. Das heißt, man muss doch Reformen dann machen, sozusagen, um das Land fit zu machen. Und Deutschland ist im Moment in Europa das fitteste Land.
weil diese Reformen gegriffen haben und weil sie konsequent weitergemacht worden ist, während sich ja Rot-Grün teilweise von den damaligen Beschlüssen verabschiedet, die Rente mit 67 in Frage gestellt hat, die Hartz-IV-Reform in Frage gestellt hat. Das heißt, in der Opposition wollte man zurück. Zur Pflege zurück. Nur ein Wort. Es lag damals von dem entsprechenden Beirat die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes mit Einbeziehung der Dementen, lag alles vor. Herr Bahr hätte es nur noch vollenden müssen, ist aber ausgebremst worden. Dafür hat er die Praxisgebühr, abgeschafft. Ja, das vergisst man immer so schnell. Ne? Also, wir müssen uns ja nicht streiten, ist es klar. Nein. Gewonnen. Ne? Also die Menschen sind offensichtlich schon sehr zufrieden mit dem Land, so wie es geführt wurde. Ne? Ja, aber nicht alle. Ne? Es gibt also nicht alle, natürlich. 25% aller Kinder leben in Armut. Und zwar nicht in der DDR, sondern jetzt in Deutschland. Und da kann man nicht sagen, es geht allen Leuten gut und wir haben hier, Deutschland geht es gut. Aber eine Mehrheit, das ist das Prinzip der Demokratie, eine Mehrheit. Also nein, mich würde auch diese Diskussion über die Spitzenkandidaten interessieren. Als vor vier Jahren besser als vor acht Jahren. Nein, es ist so, das ergeben alle Statistiken, dass die viel haben, haben immer mehr und die weniger haben, haben immer weniger. Es werden immer mehr Menschen, die kaum wissen, wie sie über den Monat kommen. Das können sie einfach nicht wegdiskutieren und einfach sagen, Deutschland ist ein so ein Brei und denen geht es alles wunderbar. Nein, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, denen es überhaupt nicht gut geht, die wirklich Probleme haben, ihr Leben zu gestalten. Und deswegen soll es lieber allen gleich schlecht gehen. Das hat ja keiner gesagt. Das ist aber nehmen wir das Politik. Doch, bevor ich dann, ich muss noch eine Frage Herr Frau Sager, nehmen wir das doch mal an. Warum gehen dann ausgerechnet diese Leute nicht zur Wahl? Das ist ja der große. Warum gehen die nicht zur Wahl? Das ist ganz, ganz einfach. Ich bin jetzt wieder in 12 Großraumsiedlungen gewesen. Mhm. Erstens finden Sie an jeder Tür 3 Schlösser. Die Menschen haben Angst. Die haben mit allem abgeschlossen, auch mit der Politik. Ich kriege immer wieder zu hören, was sollen wir zur Wahl gehen? Für uns kommt nichts dabei raus. Uns geht es immer schlechter. Wir machen sowieso, was sie wollen. Die haben wirklich resigniert. Und dass die Menschen resigniert haben, ich weiß nicht, ob Sie Leute kennen, die in die Arge müssen, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind und irgendwie was abliefern müssen. Die werden gedemütigt ohne Ende. Und dass die dann nicht mehr so viel Kraft haben, sich einzumischen, das kann ich voll verstehen. Aber ich verstehe das ist ein dann, Ergebnis von Politik. Aber gerade dann würde man sie doch einmischen, nein, oder das, nicht? Das ist ein Irrtum. Ihrer Wähler. Ist ein Irrtum. Warum verlieren Sie dann ein Viertel Ihrer Wähler? Sie müssen doch konstatieren. Doch ein Viertel Ihrer Wähler haben Sie verloren gegenüber der Wahl 2009. Sie müssen doch konstatieren. Es reicht doch nicht, den Menschen zu versprechen, wir verteilen mehr Geld und dann geht es allen gut. Die Menschen wollen sehen, dass es wirklich passiert. Und das ist dieser schwarz-gelben Bundesregierung gelungen. Die Arbeitslosigkeit ist halbiert worden. Aber zu welchem Preis? Die Sozialhilfeempfänger sind reduziert worden. Das wissen Sie doch über genau. 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs. Die Richtung stimmt. Wir sind ja einig, dass wir noch nicht Glück auf Erden haben. Aber wir haben eine Situation, wo sich die Situation verbessert. Und das sehen die Menschen. Und deswegen haben ein Viertel weniger Linke gewählt als wir. Trotzdem ist es doch ein interessanter Fakt, dass eigentlich, wenn 100% der Menschen zur Wahl gehen würde, würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen und über die vielleicht absolute Mehrheit der CDU sprechen. So wäre das, warum gehen ausgerechnet denen es doch gut geht, die gehen alle zur Wahl und denen, denen es offensichtlich nicht so gut geht, ist ja auch nicht so schwierig, so eine Wahl. Man kann ja Briefwahl machen, ist ja alles, kostet keine Porte. Warum wählen die nicht? Also ich glaube, es ist auch so, dass das große Interesse an der Politik und auch das Gefühl, ich durchschaue, was da passiert einigermaßen, das hängt natürlich auch sehr stark von der Bildung ab. Mhm, absolut. Und natürlich ist es so, dass in unserer Wissensgesellschaft soziale Lage und Chancengerechtigkeit und Startchancen in der Bildung immer mehr zusammengehören. Und ich fand es aber im Prinzip gut, Herr Haider, dass das Abendblatt jetzt mal den Versuch gemacht hat, den Menschen, wer es gelesen hat, auch mal zu erklären, dass in der Tat, wenn man diesen billigen Populismus bedient, die Politiker sind alle doof, die machen doch, was sie wollen, es ist gar kein Unterschied und man bestraft sie am besten, wenn man gar nicht hingeht. Und das auch noch von Intellektuellen, denen es ausgesprochen gut geht, bedient wird. Dass das bedeutet, dass dann diejenigen, die ein gutes Einkommen haben, eine gute soziale Lage haben, mit ihrer Wahlentscheidung ein größeres Gewicht bekommen. Mhm. Das ist auch bedeutet, dass die älteren Wähler ein stärkeres Gewicht bekommen gegenüber den jüngeren Wählern. Und die Konservativen, die, weil sie halt konservativ sind, sowieso zur Wahl gehen. Dass konservative Parteien dann sich wirklich besser stehen, wenn möglichst die Ärmeren zu Hause bleiben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die müsste man vielleicht noch mal stärker setzen. Und Herr Wersig, eines finde ich, sollten Sie schon vielleicht noch mal sich zu Herzen nehmen.
das ist richtig, dass es in diesem Land ein großes Grundvertrauen gegeben hat in die Merkel. Nach dem Motto, die ist bodenständig, zu der habe ich Vertrauen. Gerade diese habituellen Betrachtungsweisen haben das nochmal sehr stark nach vorne gebracht. Aber was jetzt ja stattgefunden hat, die Regierung, die ist abgewählt worden. Und es gibt auch im Bundestag vertreten, wenn Sie diejenigen Parteien zusammenzählen, die sagen, es muss in diesem Land gerechter zugehen, dann haben die eigentlich fast genauso viel Stimmen wie jetzt ihre im Bundestag möglicherweise allein vertretene CDU. Das heißt, das Gewicht der Menschen, die sagen, es muss Mindestlohn geben, es muss Mietobergrenzen geben, es muss auch eine Steuerpolitik geben, die die Kommunen in der Bildung wieder handlungsfähig machen. Diese Motive sind in der Tat auch stark vertreten. Das heißt, auch bei Ihrem guten Wahlergebnis stehen Sie unter dem Druck, dass Sie auch etwas verändern müssen. Ja, aber wir stehen auch gar nicht gegen die Punkte in dieser Bundesregierung. Müssen Sie aber, glauben, nein, an der bisherigen wissen Sie doch, Politik in, auch nee, was verändern. In dieser Bundesregierung 13 Milliarden mehr für Bildung ausgegeben. In dieser Bundesregierung ja, sehr viele Lohnuntergrenzen, tariflich vereinbarte. Alle in Deutschland eingeführten tariflichen Mindestlöhne sind von CDU unter CDU-Bundeskanzlern eingeführt worden. Das heißt, bauen Sie doch hier jetzt nicht einen Gegensatz auf, sondern ich glaube, dieser Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, der ist bei den Menschen angekommen. Und sicherlich wird die AfD, wir haben über sie ja auch schon hier gesprochen, heute wahrscheinlich der FDP entscheidende Prozentpunkte gekostet haben. Denn Sie haben es ja richtig gesagt, Frau Suding, die FDP hat ja einen Mitgliederentscheid gehabt. Und gerade in der FDP gibt es einen sehr starken eurokritischen Teil. Und es kann sein, dass das die entscheidenden Punkte waren. Aber wir haben keine Stärkung des linken Lagers mit -3%. Das kann man nicht erkennen. Ich glaube auch die Analyse, dass wer soziale Gerechtigkeit halt wollte, die SPD oder die Grünen gewählt hat, dass das vollkommen falsch ist. Was ist sozial gerecht daran, wenn Grüne und SPD im Bundesrat die kalte Progression blockiert haben, wenn sie verhindert haben, dass nur bei moderaten Lohnzuwächsen eine höhere Steuerklasse wieder alles aufgefressen hat. Was ist daran gerecht, wenn kleinere und mittlere Einkommen da so stark belastet wurden? Das müssen wir erklären. Das ist Ihre Kernklientel, denen Sie die Entlastung verweigert haben während der letzten vier Jahre. Frau Suding, wenn Sie mit der Hotelsubventionierung den Ländern das Geld weggezogen haben, was die eigentlich für Kinderbetreuung und Schule gebraucht hätten, dann Ihrem Wahlprogramm zur Mehrwertsteuersenkung nicht besonders freundlich. Wollen Sie das einmal rezitieren, was dazu in Ihrem Wahlprogramm stand? Der Wahlkampf ist tatsächlich nicht. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Als Fachfrau erleben für soziale Spaltung, soziale Gerechtigkeit, wie man soziale Spaltung überwinden kann. Nee, das wären alles Ansätze für die Erneuerung Ihrer Partei, die ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Denn dass wir in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserer, wir haben solche Diskussionen in der Schweiz, wir haben sie in den USA, es zu tun haben mit einem Auseinanderklaffen der Gesellschaft, die wirklich dazu führen kann, dass Unfriedfertigkeit in den Gesellschaften entsteht, ist jedem halbwegs intelligenten Menschen deutlich. Und darüber täuscht auch ein Wahlergebnis heute überhaupt nicht hinweg. Sondern wir werden rangehen müssen, die Spaltung der Gesellschaft, diese Spaltung in Arme der Gesellschaft und Reiche zu überwinden. Und dass die Armen immer mehr werden und dass die Reichen immer mehr besitzen. Wenige Reichen besitzen immer mehr. Diese Grundlage ist gelegt worden bei Rot-Grün und das ist fortgesetzt worden bei Schwarz-Gelb. Unabhängig davon ist denn die Spaltung der Gesellschaft in Wähler und Nichtwähler nicht viel schwieriger. Ich sage Ihnen ganz klar, wir können Ihnen ganz klar sagen, in welchem Bezirk in Hamburg am meisten gewählt wird. Und soll ich sagen, welche Bezirke das sind? Das sind die Bezirke, in denen das Abendblatt die höchsten Abo-Quoten hat. Ja. Also natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen... Es gibt einen Zusammenhang zwischen Interesse an Politik, zwischen Bildung. Natürlich. Und da müssen wir auch aufpassen, wir kommen vielleicht noch kurz zum Volksentscheid, wobei wir noch keine Zahlen wissen, dass Volksentscheide nicht immer nur durchgesetzt werden von einer bestimmten Klientel, nämlich denen, die sich dafür interessieren und die dann hingehen zum Wählen. Und das ist ja Ihre Aufgabe. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Frage zurückkommen, warum gehen die denn eigentlich natürlich nicht wählen? Natürlich auch unsere. Die Frage haben Sie jetzt zweimal gestellt. Ja. Ich habe Ihnen erstmal ja schon gesagt, wie die Situation ist, wenn die in die AG gehen. Ja. So, der Punkt ist ja, wenn ich an einer Wahl aktiv teilnehme und gehe zur Wahl, dann will ich ja auch irgendwie die Zukunft mitgestalten. Dann will ich ja ein Wort mitreden, wie in Zukunft Politik aussieht. Ich sage Ihnen, diese Menschen,
die über Jahre arbeitslos sind, die über Jahre Hartz-IV-Empfänger sind, die sehen für sich überhaupt keine Perspektive. Und deshalb sehen sie auch überhaupt gar keinen Grund, sich an der Wahl zu beteiligen, weil sie insgesamt von völliger Perspektivlosigkeit. Aber in anderen Ländern entsteht daraus eben halt so eine Bewegung. Daraus entstehen sogar, können Revolutionen entstehen. Und bei uns entsteht dann nicht mal eine höhere Wahlbeteiligung, oder? Nichtwähler, die Zahl der Nichtwähler ist sehr viel höher, muss man sagen. Also insofern, dass Arbeitslosigkeit und langfristige Arbeitslosigkeit Menschen ja entkernt, sie ihre Persönlichkeit verändert. Ist alles richtig, aber das erklärt nicht eine so hohe Nichtwählerzahl. Genau. Da muss sich Politik an die Nase fassen, Sie vielleicht auch. Politik hat es ja vorhin gesagt. Ich denke nur an den Volksentscheid zu Asklepios. 600.000 Menschen und mehr haben für den Volksentscheid gestimmt. Und trotzdem wurde es umgesetzt. Und das hat einen demokratischen Flurschaden in Hamburg herbeigeführt. Und deswegen sagen viele... Ja, genau. Also Frau Hen, was Sie schon immer mal sagen wollten. Also vielleicht sollte man das doch noch mal ein bisschen... Natürlich, man sollte es noch mal ein bisschen auf die Füße stellen. Also, wir haben nie 100% Wahlbeteiligung. Und es ist nicht so, wir haben 90 gehabt, wir haben 80, wir haben 70% gehabt, aber es ist nicht so, dass nur eine Gruppe nicht hingeht, sondern auch die Wahlbeteiligung in den sogenannten besseren Stadtteilen ist ebenfalls gesunken von einem höheren Niveau. Deshalb geht das über die gesamte Bevölkerung. Und es gibt Untersuchungen darüber, die sagen, ein Teil ist Protest, aber bei weitem nicht alle. Es gibt ganz viele individuelle Gründe, weshalb jemand sagt, ich muss heute nicht zur Wahl gehen. Das macht mir Kummer. Das macht mir Kummer. Und das Zweite, das hat erstmal auch noch nichts mit einer sozialen Schichtung zu tun. Und dann gibt es zwei besondere Probleme, nämlich Menschen mit schlechter Bildung, die deutlich weniger verstehen, was Politik überhaupt macht, was das soll, und weniger wählen, und junge Leute. So, da haben wir eine erschreckend niedrige Wahlbeteiligung, wobei ich auch bei denen gar nicht glaube, dass das Protest ist, sondern die sagen heute, ich interessiere mich für Sport, ich interessiere mich für Musik, aber nicht für Politik, also gehe ich nicht hin. Ich glaube, wir alle müssen dafür werben, dass das, was in der Politik passiert, auch für die Lebensumstände jedes Einzelnen wichtig ist. Und viele junge Leute glauben, das hat mit ihnen nichts zu tun. Und ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe, aber auch der Medien, Sie haben es ja dankenswerterweise auch sehr deutlich im Abendblatt geschrieben. Und ich gehe davon aus, dass in Hamburg die Wahlbeteiligung auch angestiegen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, unsere Informationen sind auch so, dass die Wahlbeteiligung sind. Sogar deutlich höher ist. Aber Herr Runde, ich würde gerne nochmal auf den, wir kamen eben über den Wahlkampf jetzt von Peer Steinbrück. Wie haben Sie das denn empfunden, den Wahlkampf? Sind da zu viele Fehler gemacht worden? Es ist ja kein besonders hervorragendes Ergebnis. Es ist das zweitschlechteste der SPD. Also eine Erfahrung habe ich über viele Jahre Wahlkämpfe seit Mitte der 60er Jahre gemacht, dass ein Wahlkampf sich immer nur am Ende legitimiert über das Wahlergebnis, selten über die Qualität des Wahlkampfes. Da gibt es einen, muss ich alle fürchterlich enttäuschen, die schönsten Wahlkämpfe haben nicht die besten Ergebnisse gebracht. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Wenn Sie länger dabei sind, werden Sie diese Erkenntnis auch gewonnen haben. Das ist halt wie im Fußball, ne? Das ist tatsächlich... Ein schönes Spiel, 1-0 verloren, hilft keinem. Keine drei Punkte. Ist so. Deswegen... Das hat damit nicht so viel zu tun. Na gut. Kommen wir nochmal, wir sind kurz vorm Ende, müssen noch kurz sprechen, wir haben das Ergebnis noch nicht, Netze Rückkauf. Das ist ja eigentlich fast so spannend, aus Hamburg Sicht vielleicht noch spannender als die Bundestagswahl. Wie geht's denn aus? Was ist so Ihr, haben Sie mit Leuten in den Wahllokalen heute gesprochen, haben Sie ein Gefühl? Nee. Gar nichts. Knapp, glaube ich. Es wird knapp? Ja. Und wenn ich eines dazu sagen darf, ich finde, wenn es wirklich knapp wird, dann sollte die SPD nochmal überlegen, ob sie nicht auch versuchen sollte, dem vielleicht unterlegenen Teil, falls es ein Nein gibt, noch mal ein Angebot zu machen. Weil die Experten haben alle gesagt, also diese Viertel, das bringt gar nichts. Und auf der anderen Seite wissen wir, was wirklich was bringt in der Kasse der Stadt, das sind die Fernwärmenetze. Und ich finde, das könnte irgendwie diese Spaltung in dieser Frage, wenn es jetzt vielleicht ein Nein gibt, ja vielleicht in eine Versöhnung bringen, wenn man noch mal Angebote macht. Ergebnisse zu kommentieren, die noch gar nicht vorliegen, ist natürlich
eigentlich ein journalistischer Höhepunkt. Und wenn wir dann doch hineingehen in die Debatte, wer hat Schuld daran? Ja. Dann sind wir am absoluten Höhepunkt. Das machen wir in den letzten 3 Minuten. Wenn wir noch die Wähler beeinflussen wollen, liefere ich auch gerne einen Beitrag. Ich halte eine Bundesnetzgesellschaft, wie sie im Programm der Grünen steht und im Programm der Bundes-SPD steht, für den richtigen Ansatz, weil man dann auch bei entsprechender Gestaltung dieser Bundesnetzgesellschaft, die öffentlichen Hände müssten über 50% haben, dann gäbe es auch die Möglichkeit, auf die Bundesnetzagentur so Einfluss zu nehmen, dass das wirtschaftliche Risiko, das mit beim Investment von 1,5 Milliarden zusätzlich dann vorhanden ist, dass man das besser einschätzen könnte. Wenn das in eine solche Bundespolitik eingebettet wäre, wäre ich sehr für den Ansatz. Ich bin ja sehr dankbar, dass Herr Runde von 1,5 Milliarden gesprochen hat, was ich in Anlehnung auch an Ihre Kolumne heute sagen möchte. Ich glaube, wir müssen, egal wie das ausgeht, der Volksentscheid, wir müssen darüber reden, wie in Zukunft die Instrumente der direkten Demokratie umgesetzt werden. Diese völlige Ungleichheit, die Initiative hatte 160.000 Euro und alleine gestern war in Ihrem Blatt, ich gönne es Ihnen ja, hat Wattenscheid 2 ganze Seiten gehabt, das ist ein Preis von 92.000 Euro. Ich meine, diese Ungleichheit, das ist ja wie David und Goliath, allein für die Finanzierung der Dinge, das finde ich ist eine Schieflage, wo man drüber reden muss, ob das überhaupt dann noch ein richtiger Volksentscheid ist, das ist ein Problem. Und das Zweite ist, diese ganzen Unwahrheiten, dass es 2 Milliarden neue Schulden sind und so, diese ganzen Emotionen und Ängste, die geschürt worden sind, das wird die Politik in den nächsten Wochen belasten, egal wie der Volksentscheid ausgeht. Was mich immer interessieren würde bei diesen Besuchen in diesen großen Siedlungen, haben die Leute sich da für die Netze interessiert und haben sie es überhaupt verstanden, worum es geht? Ja, wir haben mit ihnen darüber gesprochen. Und die haben gesagt, das ist ganz wichtig. Die Leute. Nee, haben nicht gesagt, es ist ganz wichtig. Nein, nicht Sie, aber die Leute, die haben ehrlich gesagt, also selbst ich habe andere Probleme als diese Netze. Ja, mag ja sein, aber trotzdem wissen die ja, dass es einen Volksentscheid gibt. Mhm. Und für sie ist es ja auch, ne, die haben ja auch ganz häufig haben die ja schon den Wechsel gemacht von Vattenfall woanders hin. Die haben ja auch an der Stelle schon Erfahrungen gemacht. Und diese ganze Entscheidung hing ja auch mit Vattenfall ganz eng zusammen. Und da haben die Bürgerinnen und Bürger. Mein Gefühl war, ehrlich gesagt, Frau Söding, nur, mein Gefühl war, das ist so eine unglaublich ideologisch aufgeladene Debatte. Da ging es nicht darum, Stromnetze nicht hier oder da, sondern ging es darum, wir wollen Vattenfall nicht. Am liebsten hätten wir die HEW wieder. Und wenn ihr schon dabei seid, gründet gleich den LWK zurück. Sie wäre ja auch deswegen so ideologisch aufgeladen. Sie wäre ja auch deswegen schon so ideologisch aufgeladen, weil alleine der Text, über den die Hamburger heute abgestimmt haben, wo sie Ja oder Nein sagen konnten, im Prinzip voller Fehler war und voller falscher Tatsachenbehauptung. Sodass es sicherlich wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie so eine Fragestellung auch aussehen kann und muss und welchen Kriterien sie genügen muss, bevor man sie wirklich zum Volksentscheid zur Verfügung geben kann. Ich glaube, dass es trotz des sehr, sehr breiten Bündnisses, was es ja gegeben hat in der Stadt, dass es sehr, sehr knapp wird. Und ich glaube, dass auch einer der Gründe dafür, warum es so knapp wird, ist, dass einer der Protagonisten, nämlich der Bürgermeister, der seine Argumente vorgebracht hat, in einer sehr, sehr schwierigen und sehr, sehr schwachen Position war, weil die Argumente, die er gegen den 100%igen Netzkauf vorgebracht hat, eben auch gegen seine eigene Variante, die er unterstützt hat, nämlich gegen die 25,1% gegolten haben. Und das hat ihn in eine sicherlich schwierige Lage gebracht. Und deswegen glaube ich, dass es knapp wird. Herr Wersig, wie ist denn Ihre Prognose? Ja, also erstens, es wird auch knapp. Und wir haben es von Herrn Runde und anderen gehört. Die SPD ist da auch ein bisschen Opfer ihrer eigenen jahrelangen Gerede von mehr Staat. Das kriegt man dann nicht so einfach mit einer Werbekampagne weg. Sie haben das Stichwort genannt. Auch bei den Krankenhäusern, haben wir 25,1% ja behalten. Da hat die SPD gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Das heißt, die SPD ist in Wahrheit und die Anhänger der SPD sind in dieser Frage tief gespalten. Und ich glaube, dass das der große Dollpunkt ist, dass die SPD nicht plötzlich die Leute umdrehen kann. Und der zweite Punkt, Sie haben es angesprochen, ich finde, weil ich dieselbe Erfahrung gemacht habe, dass viele gesagt haben, das ist viel zu komplex. Wir müssten bei Volksentscheiden Ja, Nein und Enthaltung haben. Ich glaube, wir hätten ein deutlich klareres Ergebnis für alle Beteiligten, wenn die Menschen auch hätten Enthaltung ankreuzen können, weil ich von vielen weiß, dass sie weder Ja noch Nein meinten. Das wäre ein ehrlicheres Ergebnis und ich finde, darüber sollte man auch nach diesem Volksentscheid reden, ob man nicht diese Chance einräumt. Wir warten das Ergebnis ab. Erstmal gegen Mitternacht soll es vorliegen, dann gucken wir mal, wie das ausgefallen ist.
die Reflexion ist doch wirklich wie bei Pavlov. Dass wenn Knochen hingehalten wird, alle ihre Rollen wieder duplizieren, die sie in der Bürgerschaft gehabt haben. Nicht nachzudenken darüber, welchen Einfluss hat überhaupt Parlament noch und im Parlament vertretene Parteien, eine wie die andere. Welchen Einfluss haben sie wirklich noch auf Wählerinnen und Wähler? Als hätten wir nicht die Abstimmung über die Schule und die Schulform erlebt. Als hätten wir die nicht erlebt. Tun so, als Sie sagen, Sie haben da Ihre Leutchen alle in den Hochhäusern überzeugt. Jeder tut so, als hätte er Gewaltiges gemacht. Dann wird gesagt, wenn der Bürgermeister sich an die Spitze gestellt hätte, dann, und wenn nicht, hat er natürlich Schuld, ist doch Affenkram. Mhm. Also hier das ernsthaftere Problem zu diskutieren, für wen binden Sie überhaupt? Das würde jetzt nochmal, glaube ich, das wäre nochmal eine Stunde. Und ich glaube, Sie müssen alle zu Ihren, Sie wollen alle zu Ihren Wahlpartys. Wir müssen noch eine Schlagzeile machen. Wir Ideen sagen, noch einmal schnell durch vielleicht. Schlagzeile Hamburger Abendblatt morgen. Wunsch, einmal schnell. Herr Wersing, Ihre Chance. Jetzt. Ihre Chance. Ja, CDU Nummer 1 in Hamburg. In jeder Krise steckt eine Chance. Soziale Gerechtigkeit ist weiterhin eine große Aufgabe in der Politik. Bisschen lang. Hessen macht Hoffen. Dem würde ich mich sofort anschließen. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Runde. Und Sie sehen ja, liebe Zuschauer, was wir dann morgen für eine Schlagzeile haben. Wer ist dann sozusagen der Sieger ist dieses Wahlabends? Was ist Ihre Lieblingsschlagzeile? Wir denken noch drüber nach, glaube ich. Wir denken jetzt noch einen Moment drüber nach. Ich glaube aber, Angela Merkel und die FDP wird irgendwie drin vorkommen. Sagen. Die Politiker, das ist eine gewagte These. Vielen Dank, einen schönen Abend. Vielen Dank. Und auf abendblatt.de sehen Sie alle weiteren Ergebnisse. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.